Sie hat schon was, diese mystische Stimmung im Nebel auf unserer Fahrt durch die französische Berglandschaft. Aber mal ehrlich, sieht so dein ideales Reisewetter aus? Unseres auch nicht, und deswegen sind wir in der letzten Folge direkt nach Italien gedüst. Mit diesem schönen See verabschieden wir uns jetzt wirklich von Frankreich. Vorne ist die italienische Grenze und da fahren wir jetzt drüber. Als ob das Wetter wüsste, wo die Grenze verläuft. Kaum sind wir in Italien, fahren wir unter strahlendem Sonnenschein dahin. Unser nächstes Etappenziel ist der kleine Ort Cherasco, wo wir einen gemütlichen Abend verbringen. Und am nächsten Morgen geht's weiter. Ciao Italia! Willkommen in Ligurien! Guten Morgen, es ist so schön beim Frühstück zu sitzen mit Dieselgestank in der Nase, weil der Nachbar da drüben anscheinend zu geizig ist, für den Strom Münzen einzuwerfen und deshalb jetzt seine Batterien mit laufendem Motor lädt. Gut, dass Diesel billig ist, macht absolut Sinn. Körperpflegetag, Duschen und Haarschnitt. Man muss sich ja fürs Mittelmeer bereit machen. Ja, nicht nur wir bereiten uns auf den Sommer vor, auch der Camper wird bereit gemacht für Beachlife. Und da muss der ganze Schmutz aus den Bergen, der ganze Schlamm, der ganze Dreck der Schlechtwettertage jetzt mal weg. Gelegentlich schadet es natürlich nicht, die Einzelteile der Trelino auch mal außen sauber zu machen, wenn man mal 3-4 Wochen unterwegs ist. Und dann eine so schöne leere Entsorgungsstation hat wie hier, wo niemand wartet. Dann nützen wir das. Grauwasser entleert, Toiletten entleert, Wasser getankt. Wir sind ready für die ligurische Küste und dann die Toskana. Kannst du dich noch erinnern? Bei unserer Rückreise aus Spanien im Winter, da mussten wir die wunderschöne ligurische Küste leider links liegen lassen. Die ligurische Küste vor uns, einfach wunderschön. Schade, dass wir nicht bleiben können. Jetzt holen wir das nach. Nach den Regentagen in den französischen Bergen und 2 Grad tagsüber genießen wir jetzt gerade den ersten wirklich warmen Tag mit strahlendem Sonnenschein. Und 28 Grad. Wir sind hier noch irgendwo zwischen Turin und der Küste und jetzt geht's für uns weiter. Wir werden bei Savona an die Küste stoßen und dann arbeiten wir uns in Richtung Toskana voran. Sei dabei! Wir sind Ola und Gerfried und wir bereisen Europa mit dem Camper. Letztes Jahr waren wir 4 Monate in fast ganz Europa unterwegs. Und diesmal reisen wir 6 Wochen durch den Frühling. Hoffentlich finden wir irgendwo zum Baden. Auf diesen Bergen waren wir eben noch oben. Und jetzt sehen wir sie nur mehr in der Ferne, fahren praktisch dran vorbei in Richtung Südosten. Und bald sind wir am Meer. Savona ruft. Manchmal ist man einfach zum ersten voller guter Laune. Weniger gut gelaunt ist unser Navi, das die Autobahn, auf der wir fahren, offensichtlich nicht kennt und uns alle 5 Sekunden umleiten möchte. Trotzdem taucht dann irgendwann vor uns das Meer auf und wir glauben, fast am Ziel zu sein. Wir sind angekommen im Land der Sonnenschirme. Ein Sonnenschirm neben dem nächsten. Ob wir hier parken können, vielleicht war das etwas naiv. Schauen wir mal. Ich bekomme gerade etwas die Costa Brava Vibes. Es ist schön, es sieht ähnlich aus wie an der Costa Brava und es ist genauso schwierig hier zu parken. Es gibt keine Parkplätze. Alles zugebaut und dort, wo es nicht zugebaut ist, da gibt es nur die Leitplanke und sonst nichts. Wir suchen mal weiter. Diese Gegend ist absolut zugebaut. Da gibt es keinen freien Fleck an der Küste, der nicht irgendwie genützt wird und dementsprechend ist es mit Wohnmobil ein schwieriges Pflaster. Da in der Ferne sehen wir schon Genua, Riesenstadt, und wir haben keine Lust auf Stadtgewimmel. Das heißt, vor der Stadt müssen wir wieder auf die Autobahn. Chaos pur!
Autofahren in Italien ist immer wieder eine Herausforderung. Einfach geradeaus blicken und die Mopeds links und rechts vom Camper ignorieren, denn die müssen selbst wissen, was sie tun. Autobahnparkplatz, sonst war nichts zu finden, gar nichts. Schwieriges Pflaster hier. Wir fühlen uns gar nicht unbedingt unwillkommen, es ist einfach kein Platz. Es sind gar nicht so sehr die Verbotsschilder, die uns hier vom Parken abhalten. Es ist alles zugeparkt, es sind so viele Leute am Strand. Ja, Höhenbeschränkungen gibt es auch bei den größeren Parkplätzen, da will man uns nicht, aber hätte nichts geholfen, die waren ohnehin voll. Also von daher ist einfach sehr, sehr schwierig, die Küste hier um Genua herum zugebaut. Zugeparkt. Die Fußgänger sind auch mit Vorsicht zu genießen. Zwei wollten sich auf unserer Motorhaube verewigen. Wir sind jetzt schon wieder auf der Autobahn, haben nur kurz Pause gemacht, weil wir heute kein Frühstück hatten und bis 16 Uhr auch nichts gegessen hatten. Das war jetzt einfach dringend notwendig, mal wo stehen zu bleiben. Jetzt haben wir eine Kleinigkeit gegessen und Kaffee getrunken. Und jetzt geht's direkt ab in die Cinque Terre. Ich befürchte, dass es auch dort schwierig werden wird. Es gibt ganz wenig Angebot, was die Online-Recherche so ausspuckt. Und die wenigen Stellplätze, die es gibt, die sind jetzt, bis wir ankommen, ist sicher 18 Uhr, wahrscheinlich schon voll. Vielleicht haben wir Glück und wenn nicht, dann werden wir irgendwo versuchen, einen Parkplatz für die Nacht zu finden und morgen auf einen Stellplatz zu gehen, damit wir zumindest eines der malerischen Dörfer der Cinque Terre besichtigen können. Drückt uns die Daumen, los geht's. Wegen der späten Uhrzeit verlässt uns auf der Autobahn dann doch der Mut und wir verlassen die Autobahn bei Sestri Levante und versuchen dort unser Glück. Buonasera. Buonasera. Okay, grazie. Coraggio. Aha, okay. Con la macchina. Und dann haben wir endlich einen Stellplatz. Doch bevor wir uns entspannen können, müssen wir uns noch um ein kleines Problem kümmern. Oh oh, da leuchtet was. Hoffentlich nichts Schlimmes. Na immerhin, nur die Kennzeichenleuchte werden wir dann wechseln, wenn es mal nicht regnet. Ist der Richtige dabei? Schauen wir mal. Gefunden? Sieht Juhu. Richtig aus. Das Lampenset hat sich bewährt. Soll ich? Knapp daneben ist auch vorbei. Wer hat sich diese Befestigung ausgedacht? Okay, Aldi, mach du. Das hättest du vor dem Bier einschenken machen lassen. Nein. Nein, nicht drin. Weil der ist ja drin, oder? Das ist. Seite. Jo! Juhu! Passt. Leuchtet. Tada! Fertig. Geschafft. Kennzeichenleuchte ist wieder drin. Juhu! Hier wäre ein wunderbarer Parkplatz für uns, wo wir auch Platz hätten, aber das findet man halt im Vorbeifahren nicht so wirklich. Da müsste man zuerst ausführlich recherchieren mit Google Maps. Wir haben jetzt den erstbesten Stellplatz geschnappt, den wir finden konnten. Ist ziemlich schön. Hier ist alles ziemlich teuer, also die Stellplätze kosten so 25, 30 Euro. Der heute 25 bietet. Das komplette Campingplatzprogramm, nur die Parzellen sind wirklich klein, sehr eng. Sardinenmäßig eng. Aber die Betreiber sind Omis und Opis, die sich da sehr herzlich um einen kümmern. Also das passt schon. Wir waren jetzt von der Fahrerei und von der Suche so geschlaucht, dass wir gesagt haben, okay, es reicht, wir nehmen den nächstbesten und es war dann eben dieser. Wir dachten eigentlich, es würde voll sein. Heute ist Freitag, Wochenende. Aber es war noch viel frei, kein Problem, was zu bekommen. Vielleicht hätten wir es doch mit den Cinque Terre versuchen können, aber wir wollten es nicht mehr riskieren. Ist ja doch schon spät, 18 Uhr. Und jetzt ist uns lieber, noch ein bisschen Strand zu genießen und vielleicht endlich was zum Essen zu bekommen. Da sind wir in Sestri Levante, schöne Altstadt, aber an der Strand ja, sind nur Schirme und liegen und da kommst du nicht dran. Wir suchen noch nach einem Getränk und irgendwas zum Knabbern.
Das ist ähnlich wie die Erfahrung in Pineda del Mar in Spanien, nachdem wir erfolglos die Costa Brava abgesucht hatten. Auch hier wieder den ganzen Tag unterwegs auf der Suche nach einem schönen Parkplatz am Strand, war natürlich wieder naiv und die einschlägigen Kommentarschreiber werden mir jetzt wieder mitteilen. Das hätte man doch vorher wissen können, das hätte man doch recherchieren können. Ja, danke. Aber das machen wir nicht. Wir fahren hin und sehen uns das an und probieren es aus, denn nur so erlebt man das Ganze. Aber trotzdem natürlich schön hier am Meer, die ligurische Küste, ganz schön anzusehen in der Abendsonne. Also wir bereuen es nicht, hier gelandet zu sein. Der Stellplatz ist ja auch schön, aber es ist jetzt nicht etwas, wo wir eine Woche verbringen würden wollen. Was uns ein bisschen stört, ist, dass wir noch nichts gefunden haben, um uns am Strand hinzusetzen und was zu trinken. Wir sind lauter Sonnenschirmfarbenbetreiber, die auch Eintritt kassieren, damit man sich da hinsetzen kann. Und wir suchen da noch ein bisschen. Die Ola sagt, der Wetterbericht spricht von Regen und da sehen wir die dunkle Wolke auch. Könnte stimmen, wir können es uns im Moment aber nur schwer vorstellen, es ist so heiß. Das war das mieseste Dinner, nicht nur dieser Reise, sondern wirklich seit Ewigkeiten. Seit langem. Das erzählen wir euch jetzt absichtlich, weil heute hat jemand auf Instagram gesagt, dass wir auf dieser Reise so chillig sind und gar nichts jammern. Es lag daran, dass bislang halt alles schön war. Das war eine richtig gute Reise die letzten drei Wochen. Da ist nichts schief gegangen und hat eigentlich alles immer gepasst, bis auf ein paar Mal das Wetter. Und das haben wir heute geändert. Es gibt endlich wieder was zu jammern. Ist es nicht toll? Auf die feinste österreichische Weise. Das gehört bei uns dazu und bislang haben wir nichts gefunden. Das war doch wirklich ungewohnt, oder? Jetzt ist soweit das Essen. Das war großer Mist. Die Ola hat gesagt, ich soll es positiv formulieren und deswegen gebe ich euch jetzt einen Tipp. Wenn ihr so essen wollt wie wir heute, dann geht ins IKEA-Restaurant. Also da hat wirklich gar nichts gestimmt. Ewig gewartet. Fünfmal Getränke bestellt, bis sie angekommen sind. Das Essen wurde serviert, da waren noch immer keine Getränke am Tisch und dem Kellner ist es nicht aufgefallen. Wir mussten ihn zurückrufen und ihn bitten, dass er vielleicht auch was zu trinken bringt. Dann hat er die Bestellung nochmal aufgenommen. Und dann noch einmal. Ich habe Orata-Filet bestellt und das war das trockenste Stück Fisch, das ihr euch vorstellen könnt. Das hat der Koch heute um 10 Uhr vormittags gemacht und dann in den Ofen verfrachtet und dort warm gehalten. Anders gibt es das nicht. Und wie oft hast du nach der Rechnung fragen müssen? Ja, und auf die Rechnung haben wir dann auch noch ewig gewartet und zwei, dreimal danach gefragt. Und nachdem ich angemerkt hatte, dass mein Fisch sicher nicht frisch zubereitet wurde, waren wir sowieso nicht mehr erwünscht. Da wurde uns alles nur mehr auf den Tisch geknallt. Es tut mir so leid ums Geld, also um diese 50 Euro. Da hätte man besser auf den Mont Blanc fahren sollen und dort in die Wolke schauen vor zwei Tagen. Hätte man mehr davon gehabt. Aber gut, ist passiert. Ich hoffe, wir finden noch ein authentisches Italien, denn das da ist es nicht. Kennt ihr ein authentisches Italien? Ich habe es eigentlich nirgends untouristisch erlebt. Also, dass es immer irgendwie ein wenig Touristenabzocke ist, gehört für mich zu Italien dazu. Nicht überall und vor allem dort, wo halt die Speisekarten mehrsprachig sind und so, da ist es immer etwas kritischer als dort, wo man sich mit Händen und Füßen und Italienisch durchschlagen muss. Aber wir werden es schon noch finden. Genug der Jammerei. Wir gehen jetzt Eis essen, damit wir noch irgendwas Positives an diesem Abend haben. Kann man das noch mit einem Gelato richten? Ja, hoffentlich. Dieser Ort ist auf einer Art Halbinsel und wir hätten gleich auf die andere Seite von dem gehen sollen, weil da ist ein schöneren Strand ohne die ganzen Schirme und Liegen und ein schöner Bar.
Das gefällt mir besser. Na also, da haben die Kommentatoren ja doch recht. Wieder nichts recherchiert, hätte man vorher wissen können. Selbst schuld. Erster Tag in Italien und ich vermisse Frankreich gerade ziemlich. Das ist natürlich etwas unfair, ist mir schon klar. In Frankreich gibt es natürlich auch ultratouristische Regionen an der Küste und die haben wir zumindest auf diesem Trip ausgelassen. Aber ja, wenn wir das jetzt mit dem bisherigen Verlauf der Reise vergleichen, dann war das heute nicht ein Tag nach unserem Geschmack. Olli, geschafft. Fast. Wir haben uns jetzt bei diesen abgesperrten Privatstränden, wo man Eintritt bezahlen muss, tagsüber am Strand entlang durchgeschummelt. Das geht jetzt, weil ja eh kein Betrieb mehr ist, aber man kommt nirgends raus. Und jetzt mussten wir da auf diese Steinmauer klettern und auf diesen Steinen uns rausschummeln. Es scheint jetzt zu funktionieren. Nicht nachmachen, don't try this at home. Ist nicht ganz sicher, etwas rutschig. Aber ein bisschen Abenteuer muss heute auch noch sein, nach dem ganzen... vergesst es. Der Stellplatz hier befindet sich mitten in einem Wohngebiet. Man rechnet kurz vor Ankunft nicht damit, dass man hier richtig ist. Und jetzt schleichen wir uns gerade zurück hinein. Morgen. Morgen. Müsli oder Eier? Zu früh für Fragen. Zuerst Kaffee. Geweckt wurden wir wieder von der Sonne, die heizt den Camper so auf, dass Schlafen dann irgendwann unmöglich ist. Aber das hat auch seine Vorteile, denn wenn man früher aufsteht als gewohnt, dann hat man Zeit für ein richtig ausgiebiges Frühstück. Schaut's gut aus? Riecht auch gut. Noch Mahlzeit? Mahlzeit. So schön das Unterwegssein auch ist, nur die Landschaft genießen können wir nicht, denn diese Videos zu erstellen ist ziemlich viel Arbeit. Falls du uns dabei unterstützen möchtest, kannst du hier Kanalmitglied werden oder uns auf Steady supporten. Die Links dafür findest du unter der Videobeschreibung und wir danken an dieser Stelle allen unseren bisherigen Unterstützern. Dankeschön. Guten Morgen, heute gibt es schon viel Positiveres zu berichten. Wie hat dir der Campingplatz gefallen? Gut. Eignet sich wirklich gut für den Aufenthalt in der Region. Wir hatten ihn zu Beginn als etwas teuer empfunden, aber wenn man sich ansieht, was man bekommt, dann ist es eigentlich nicht. Denn die Sanitärgebäude, die sind luxuriöser als auf den meisten Campingplätzen. Das war die echte Überraschung dran, die Sanitäranlagen. Wow. Unerwartet schön. Man hat Einzelkabinen, wo sich dann drinnen Waschbecken, Toilette und Dusche für jeden Einzelnen befindet. Super sauber, super modern, alles bestens. Es gibt außerdem die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und an der Sonne zu trocknen. Fahren muss man kennen. Die Parzellen sind super klein. Ich habe mich gefreut, dass der Gerfried das so gut kann. Ich
wird wahrscheinlich alles und alle zerkratzen. Grauwasser, Toilettenentleerung ist im Preis inbegriffen. Duschen kostet extra, braucht eine Münze. Allerdings nur fürs Heißwasser. Wer mit der kalten Dusche zufrieden ist, der zahlt nichts dafür. Und jetzt geht's für uns weiter. Die Eule ist gerade mit dem Geschirr fertig. Sonst ist schon alles erledigt. Ab in die Cinque Terre. Arrivederci, Sestri Levante. Wir fahren nach Cinque Terre. Glauben wir, schauen wir mal. Ob der Plan endlich aufgeht, erfährst du im nächsten Video wie immer am Sonntag um 16 Uhr. Wir freuen uns, dass du diesmal dabei warst und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.